50 Kubik. Ja, sie sieht aber aus wie eine 125er und echt italienischer Style. Bella R50 von Zündapp. Ja, hier ist Giovanni Ferraro, ein Künstlername. In Wirklichkeit heißt er Ernst Müller. Ja, genau so heiße ich, ja. Nee, du hast wirklich Giovanni, ja, Ferraro. Giovanni Ferraro, italienisch. Ja, du sprichst auch italienisch, oder? Ja, mit typischer Hände. Giovanni Ferraro. Eine Pizza. Eine Pizza. Ja, wenn die Leute fragen, ich bin selbstständig, dann fragen sie mich immer, wo ist die Pizzeria? Weil die vergleichen das immer mit der Pizzeria in Italien. Es ist schlimm, dass man immer noch als Italiener, ja, auf Pizza reduziert, ja, wird. Absolut. Ich kann auch nicht kochen, geht nicht. Ich reduziere die Italiener nur auf Lasagne und Pasta. Nee, Spaß beiseite. Ist ein schönes italienisches Design von? Ja, das ist also schön, das ist Design. Also dieser Name Bella Air kam aus den 60er. Die gab es schon 1960 mit diesem Namen. Und es ist auch mit vielen Konturen wieder übernommen worden. Der Name sowieso. Und wie gesagt, in den 70er Jahre, so Anfang 70er, kam die schon mal raus. Ja, als die Designs in diese Richtung gingen, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor rund 20 Jahren, da kamen so die ersten raus, die so mit so riesigen geschwungenen Lenkern waren, ganz opulent. Da haben sich alle Leute drüber lustig gemacht und haben gesagt, in Deutschland wird das nie ankommen. Und jetzt genau das Gegenteil ist der Fall, die gehören zu den gefragtesten überhaupt. Genau, damals kam die Aprilia mit den Habana, mit dem Lenker. Ja, genau. Aber zeige ich dir noch eins, habe ich auch eins hier stehen. Die wird wirklich gefragt und gesucht, leider nicht mehr so oft gebaut. Ja, so ist es. So, hinten kann man auch mal gucken. Die Anleihen ganz klar. Das Original von Vespa, sage ich jetzt mal, das ist, hat wahrscheinlich hier so ein bisschen Pate gestanden für die ganze Industrie überhaupt. Denn ich sag mal, das Design ist so zeitlos und so schön, man will sie gar nicht auf der Straße fahren. Denn man will sie am liebsten ins Wohnzimmer stellen, nie mehr anmachen und als Kunstwerk irgendwie verewigen. Ja, das ist mittlerweile so ein Trend geworden, muss ich dabei sagen. Die Vespa und oder Lambretta, das waren nach dem Krieg die Vorreiter. Und dann hat alles nachgezogen, ob das Simson war oder halt Zündapp war. Die Optik war da und ist leider irgendwann verloren gegangen, nur außer Piaggio ist immer treu geblieben und jetzt fangen viele Hersteller wieder an, diese zu bauen. Ja, das Schöne ist mittlerweile alles mit Viertaktmotoren ausgestattet. Das heißt, das Thema Ölgemisch oder getrennter Öltank oder Stinken und so weiter, das gibt es nicht mehr. Also zumindest mal nicht das Ölstinken. Klar, wenn ich es jetzt anmache, ganz am Anfang, es ist noch kalt, dann wird wahrscheinlich das Gemisch ein bisschen fetter sein. So sieht es aus. Aber es ist ein nahezu wartungsfreies Gerät. Ja, genau. Also Technik von einem Motorrad oder einem Auto, das heißt ein Viertakt, Euro 4 Maschine, auch mit Cut und Lambda-Sonde. Wie man eben mit Cut und Lambda-Sonde? Ja, ja, der Euro 4 alle gar, der Lambda-Sonde geregelten und halt dementsprechend auch ein Cut verbaut. Und die Geschichte mit Zweitakt ist eigentlich ja 2017 in Europa verboten und auch tot. Das heißt, wir haben dadurch auch viel weniger Probleme, weil ein Zweitakter halt immer sehr oft Kerzen kaputt macht oder Auspuffe zumachen tut. Das Problem ist gelöst. Der Nachteil ist, du kommst ja aus der Tuningbranche, die ist jetzt nicht mehr so verbreitet. Also du kannst nicht eben mal bestimmte Dinge wechseln. Ist ein bisschen komplizierter geworden. Es würde auch gehen, aber es machen immer weniger, oder? Ja, also das ist, man muss wirklich tunen jetzt wie ein Motorrad. Und das kostet halt ein bisschen mehr. Aber da die Hersteller sind dabei. Also es wird auch einen Markt diesbezüglich geben. Aber der Vorteil ist im Moment auch für unsere Werkstätten, muss ich auch erwähnen, es werden ziemlich alte Kisten aus den Ecken rausgekramt, die Zweitakter. Und die werden aufgebaut. Also das Geschäft läuft weiterhin. Okay, das heißt also, der Zweitakter ist tot, es lebe der Zweitakter, aber das ist jetzt ein Viertakter. Was ist der Nachteil vom Viertakter? Der geht nicht ganz so gut? Oder? Ja, die Spritzigkeit ist weg, der Fun-Effekt ist weg. Das heißt, es ist wie ein VW Käfer. Bis er läuft, dauert, aber wenn er läuft, dann läuft er. Und Zweitakter gehen alles über Drehzahl und laut und Aggressivität und das ist, was die jungen Leute mehr mögen. Ich hatte damals einen CB50 in den 80ern, das war auch schon Viertakter und die ging dann auch über Drehzahl. Ja, ich glaube, die hat 16.000 gedreht, ja, am Schluss. Ja, und dann die Ventile verbrennen dann mit der Zeit, aber im Zweitakter passiert sowas natürlich nicht. So, fangen wir von vorne an. Die hat einen großen Kofferraum. Ja, hier haben wir einer der größten Kofferraume eigentlich. Da passt noch ein Helm drin. Mach mal rein, so ein Helm. Ja. Das soll man zeigen. Zur Not auch zwei, so Halbschalenhelme. Aber die passen rein. Das ist eigentlich mittlerweile der einzigste Roller, wo noch ein Helm reinpasst. Weil wir sagen, nicht mehr Helmfach, das so ist ein Staufach, ist kein Helmfach.
Na, durch dass die backen jetzt nämlich groß und passt ein Helm rein. Ansonsten kein Roller, wo man hier einen Laden hat, passt noch ein Helm rein. Nirgends. So, hier ist Sprit, oder? Ja, hier ist wieder ein Sprit reinzumachen. Das heißt, man braucht nicht abzuschließen, weil dann kommt der Sitzbank drauf und ist automatisch verriegelt. E5. Genau, nur E10. E5. Hier steht also E10 geht nicht? Nee, das ist mit der Zeit, geht das halt die Dichtung ein bisschen angegriffen, sollte man nicht machen. Also E5. So, dann, ich könnte auch super bleifrei tanken, geht auch. Ja, also das Super Plus meine ich. Ich empfehle eigentlich immer auch im Winter, gerade die kleine Maschine mit Super Plus immer zu fahren. Die reinigen mehr, die Zündkerzen, die haben mehr Additive drin, der Roller geht auch dementsprechend besser. Der Vorteil ist auch, ich glaube, da ist kein Bioanteil drin. Das heißt, wenn sie mal länger steht, der Sprit kippt nicht um. Ja, genau. Also nur empfehlen, die Patient spart mal wieder rein, weil die dann weniger verbrauchen. Und so eine Maschine verbraucht gerade mal 2,2 Liter mittlerweile. So, wie früher, als ich klein war, ich gucke mal auf den Tacho, um zu sehen, wie schnell sie fährt. Also die fährt 80. Ja, es steht hier drauf 80, wie die Autos auch. Berg runter. 50 Originalfahrt, ja. Okay, aber es gibt so Berge im Saarland, da geht es gut bergrunter, vielleicht packt sie dann 80? Ja, die packt das schon über mehr, also über 50 auf jeden Fall. Gesetzlich erlaubt sind 45, 5 km Toleranz hat man drin. Klar, jede Maschine kann rausgeholt werden, aber offiziell 45 bis 50 Sachen. Einfahren, ist das nötig? Ja, man sollte also mindestens 100 Kilometer gemütlich einfahren. Ja. Natürlich wird im Checkheft oft übertrieben, 500 Kilometer und kaum 30 Sachen, alles Blödsinn. Die Materialien sind besser geworden, das heißt 100 Kilometer. Bergrunter sollte man ein bisschen achten, dass man Gas wegnimmt, ansonsten Vollgas fahren. Also nicht überdreht. Ja, genau. Ja. Ja, man könnte ja auskuppeln, aber geht ja nicht. Ne, es geht nicht. Das heißt, wenn ich fahre, ist die Kupplung drin. Und Fliehkraft. Ja, das ist vorbei dann. So. Das heißt, da ist ein süßes kleines Kölbchen drin, nehme ich an, der dann ordentlich dreht. Die Drehzahl hier, was dreht so ein Ding? Also 6,5 bis 7. 6,5 bis 7. Da vorne ist der Helm locker? Ja, da kann man dann hier einen Helm oder halt eine Tragetasche reinmachen, dass das Ding nicht irgendwie an der Fahrt fallen tut. Ja. Was ich ganz fasziniert finde hier, weil es ist auch gedacht für, dass mal die Frau oder Freundin mitfährt und der hat noch original ordentliche Fußrasten, die man dann hier rausfahren kann. Achso, die Frau könnte aber auch fahren und der Freund fährt hin. Oder umgekehrt, ja klar. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, wir haben dieses Jahr unwahrscheinlich viel Frauenanteil zum Glück. Durch die neue Führerscheinklassen auch. Das heißt, der Mann fährt Motorrad und die Frau so einen hinterher, weil, Sven, die hier gibt es auch als 125 Kubik. Der gleiche Ausstattung. Ja, Preis? Genauso aus. Der kommt dann bei 2.599, also unschlagbar als 125, ja, mit einer Del Auto Einspritzanlage. Leistung? 8,8 PS und fährt knapp 100 km/h als Roller. Okay. Das heißt, ich bin kein fahrendes Hindernis. Ja, aber der ist ausverkauft seit August. So wahnsinns ging das ab hier bei uns, ja. Ja, siehst du mal. Beim Giovanni Ferraro alias, wie habe ich dich eben genannt? Dieter Müller. Geil. So, das heißt, ich kaufe jetzt das Teil hier, leg die hier 1999 auf den Tisch. Du machst viel Finanzierung. Das heißt, Leute fragen an, das geht ruckzuck mit der Finanzierung. Ja, Finanzierung ist kein Problem. Man braucht einen Ausweis und eine EC-Karte. Wir haben im Winter einen Zinssatz von 2,99% zurzeit. Okay, am besten da mal ein Angebot dann einholen lassen. So, jetzt kannst du hast eine neue Spedition, die hat sich auf das Versenden von Motorrädern spezialisiert. Denn ich sag mal, wenn so ein Teil ankommt, geht das Thema, kann ich es im Prinzip versenden lassen an die Adresse, wo ich es gerne hätte. Da sagst du, das geht, aber der Kunde muss die Spedition beauftragen. Ja, genau. Das heißt, wir machen alles hier fertig. Dann machen wir Vorgespräch mit der Spedition. Der Kunde bekommt die Nummer, ruft dann dort an und sie machen alles dann dementsprechend klar. Und wir machen sie fahrbereit. Also meine Werkstatt, kein Fremder, kein anderen und gar nichts. Wir machen die hier vor Ort, machen auch die Probefahrt. Und die Spedition, die wir jetzt haben, das sind dann Motorradleute, die können auch vor Ort die Maschine erklären, was normale Speditionen ja nicht können. So, setz ich mal drauf. 1,80 Meter ist er groß, ein großer Giovanni. Normalerweise sagt man, die Italiener nach sind immer klein, aber der Giovanni, der hat immer gutes Nutella-Brot gegessen. Also Pasta gegessen. Ja. So, ich zeig mal auch wie süß. Guck mal hier, die Scheibenbremse. Ich konnte sie eben gar nicht sehen, aber die funktioniert gut. Die ist sehr gut. Also die Bremsanlage hier ist sehr gut. Die 50 Kubik hat hinten noch Trommelbremse, die 125 auf beiden Seiten Scheibenbremse. So, und es ist übrigens schwarze Metallic-Lackierung. Also man kann es jetzt, es sieht viel geiler aus als hier auf dem Video, als man es im Moment sehen kann. Und ja, es ist aus Kunststoff. Was ist denn jetzt? Ich lege mich mal hin oder jemand schmeißt mir das Teil um. Wie sieht es denn aus mit Ersatzteilen bei Zuna? Innerhalb 3 Tage, ja. Weil unser Werk ist im Schwarzwald in Birkenfeld-Gräfenhausen.
Okay, das heißt also hier vorne die Schalen. Thema Zubehör, zeig mir mal bitte dieses Winterkit, wenn du es noch hier hast. Ja, kann ich gerade holen. Genau, geh's mal gerade holen, weil ich habe es das letzte Mal gesehen und das fand ich spannend, oder? Das ist jetzt von Italien und Spanien rübergeschwappt endlich. Das heißt, Handschuhe, schön und gut, aber... Nee, du willst mich jetzt hier verkacken. Ja. Echte Handschuhe? Ja. Also Handschuhe sind immer schnell kalt zwischen den Fingern, weil die dann halt Luftpolster verlieren. Und dann hat man hier diese Gamaschen, hat schon aus der Kirsche gehabt und hat immer warme Finger gehabt. Die mache ich hier, guck mal, wie schnell das geht. Das hier ist ein bisschen schwieriger, weil jetzt der Preisschild ist. So, machen wir den mal weg. Okay, ich kann es mir vorstellen. Dann habe ich hier einen Knieschutz. Den kann ich mir dann hier drüberlegen. Denn was absolut eiskalt wird, sind die Knie. Das ist ein Riesenthema. So. Ich hatte ja damals in den 50ern, dann, ich bind mir das um, wenn ich denn nicht zu viel Pasta gegessen habe, passt es auch. Genau. Dann habe ich jetzt die Knie geschützt, die Luftpolster, wo drin ist, ist warm, durch die Körperwärme, geht nicht raus. Und jetzt kommt hier der Hammer, wenn ich hier reinmache, das kann nur ich fühlen jetzt im Moment, da ist alles voll mit Fell und ich kriege die ganzen Schalter und Bremshebel, kann ich bedienen. Und da ist so viel Luft drin, durch meine Hand auch erwärmt wird, die bleibt auch drin. Das heißt, nach 10 Minuten habe ich immer noch warme Finger und ist wasserdicht, wenn es regnen tut, perlt das Wasser dann dementsprechend ab. Und das macht ja keinen... Hand, so ist es heiß. So, dann kann ich hier, wenn ich die Zündung anmache, siehst du hier, dass ich alles bedienen kann. Die ist jetzt schon angesprungen. Ja, Warnblinkanlage. Also ich kann mit der rechten Hand jetzt alles bedienen. Jetzt habe ich ja, die Anlage hat auch eine Warnblinkanlage dran. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Eine Warnblinkanlage. Lass mal gucken. Cool. Und hier vorne Licht hat es auch. Ja, mache ich gerade wieder mal an. Das auch hier 12 Volt, gell? Alles 12 Volt, ja. Alles 12 Volt, sagt er. Hup mal. Oh, wie geil. Das ist typisch italienisch. Da darf alles kaputt sein. Aber die Hupe muss in Italien gehen. Sonst bist die Hupe muss gehen in Italien. Die muss gehen in Italien. Die muss gehen. So, und hier ist auch alles wunderbar Beleuchtung und alles in LED, also nicht der Hauptlicht, sondern die Blinker und die Rücklicht ist alles in LED, ein schnelles, helles Licht und wartungsfrei eigentlich, ja. Jetzt verrat mir mal gerade, was hier die Schürze kostet. Die kostet gerade mal 35 Euro. Mit den Handschuhen? Ohne Handschuhe. Ohne Handschuhe? Die Handschuhe kosten gerade mal 20 Euro. 20 Euro pro Stück oder beide? Beide. Also Stück 10 Euro. Kriegst du keine Handschuhe dafür. Okay, ich könnte die auch normal anziehen, so. Ja, das ist so. Sieht ein bisschen ulkig aus, aber da machen wir schon. Hier sieht man es dann, wo es hier rüber geht, die Hand da drin ist. Guten Tag, Herr Ferraro. Also es gibt da verschiedene Ausführungen, wenn diese großen Tarn, es gibt etwas kleinere auch. Also wir haben hier jetzt immer ausgestattet im Winterprogramm mit vielen. Ja, jetzt wird ja oft verwendet, auch im Winter als Zweitwaren, für auf die Arbeit zu fahren und so. Also die Zeit, dass im Winter keiner mehr fährt, die sind schon lange da, die sind weg. So, die hat Elektrostarter und Kickstarter. Ja, die hat noch beides. Die 50er hat immer noch auch noch einen Kickstarter, die 125er nicht mehr, weil die... Durch das heißt, die Batterie kann ganz leer sein, geht trotzdem. Kann ich trotzdem machen, ja. Die haben aber schon ab Werk hier die starke Batterien und das in Gel. Das heißt, die wesentlich besser speichern. Läuft nicht aus. Absolut. Lageunabhängig. Absolut, ja. Sehr schön. Lass mich mal ganz kurz nochmal Preis nochmal gucken. Zeig mal hier das Schild. Hier haben wir es am besten. Also 1999. Da geht noch ein bisschen was ab wegen der Mehrwertsteuer noch bis Jahresende. 3%. Du hast irgendwo technische Daten hier liegen. Zeig mir die mal gerade, ja, bitte. Das wir die mal gerade einblenden. Die Bella R50 oder 125. Ja, die haben wir die beiden Teile. Hier sind beides aufgeführt. Links die 125er und rechts die 50er. Genau, wenn du mal kurz hinlegst, sag mal so lieb, dann können die Leute ein Stammbild machen. Da ist es. Also Bella R50 oder 125er. Die 125er kostet 2,599. Und das ist von der Motoretta gekürt worden, 2018. Was ist ein Motoretta? Motoretta ist praktisch die Automotorsportzeitung im Roller-Motorradbereich. Die Motoretta. So heißt die Zeitschrift. Und das wird alles wie bei den Autos, die Autobild und so, ist Motoretta halt in dem Bereich, wo die Neuigkeiten und alles trennt da. Das hast du nicht gerade erfunden, nee. Nein, die ist wirklich, die Zeitschrift gibt schon seit Jahren, viele Leute kennen das halt nicht, aber die ist schon seit Ewigkeiten auf dem Markt. Ja, muss ja vorsichtig sein, so ein Italiener, der dann... Also, du machst das seit über 20 Jahren, du bist wieder reingerutscht. Ist das so, als Italiener verkauft man einen Roller? Eigentlich nicht, ich war 10 Jahre lang im Hehler Autoteilepark Marktleiter und habe Fahrräder und Motorroller. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann ich auch alleine. Okay. Dann habe ich es gemacht. Da hast du gemacht. Wie lang ist das her, die Selbstständigkeit?
20 Jahre wird es nächstes Jahr. Siehst du mal. Mhm. So, da ist es. Also die kannst du mit gutem Gewissen verkaufen. Absolut. Zündapp, ein chinesischer Name. Ah nee, Deutsch war es ja mal. Deutsch. Der ist Deutsch. Wird zwar wie alles ziemlich in Fernost alles gebaut. Kennt man ja nicht nur Zündapp. Es gibt ja viele Maschinen. Also vielleicht zur Ehrenrettung. Da kommt übrigens auch ein Hersteller her wie Honda aus Fernost, der die weltweit die bekanntesten Motoren bauen. Und also es funktioniert. Absolut. Du hast gar keinen Stress mit den Dingern. Ersatzteile gibt es. Der Preis stimmt. Das Design stimmt. Ja. Ich finde die Marke auch toll. Also Zündapp hat immer noch einen Namen. Absolut, ja. Immer noch. So, so ist es. Ja, wenn ich sie haben möchte, du bist in Buus, B-O-U-S. Genau. Das ist im Saarland. Du bist aber nicht im Saarland geboren. Ich doch. Ich bin in Wattgassen geboren. Du bist echter Saarländer. Ja, ja. Das Krankenhaus ist zwar abgerissen, gibt es nicht mehr, aber ich bin immer... Direkt nach deiner Geburt haben sie abgerissen. Ja, ein paar Jahre später. Der ist jetzt im Kinderheim drin. Vielleicht haben sie mich da verloren, ich weiß es nicht. Ja, witzig. Mein Sohn wurde ja in Dudweiler geboren und war auch die letzte Geburt. Also quasi, ja, in dem Monat haben sie auch zugemacht. Ja, das ist dann... Das liegt in unserem Blut. Wie ist alles Kostengründe gesperrt und abgerissen. Aber ich bin gebürtiger Wattgasser, ja. Sehr schön. Aber ich kann sie auch kaufen, wenn ich zum Beispiel aus Luxemburg bin, geht das? Kann ich sie in Luxemburg zulassen? Ja, ich habe auch hier schon 2, 3 Kunden, Frankreich, Luxemburg. Ich habe einfach... Du hast so Papiere, damit kann ich die rüberbringen. Ja, COC-Bescheinigung. COC, damit geht das europaweit. Genau. Österreich hat man gerade, Schweiz haben auch schon Anfragen gehabt, durch euch, durch die Video, muss ich dabei sagen. Also im Moment ist es halt dieses Wort Europa, ach, kann man es ausnutzen. Was ich noch zeigen wollte, was sich noch sehr gut geht. Ja. Die Nachfrage, es gibt verschiedene, ich hole erstmal einfach irgendeinen. Also man hat die Möglichkeit, trotz alle doch. Topcase, einen kleinen, etwas größeren, auch optische, gibt es verschiedene Farben oder Ausführungen, also die kann man auch machen. Ist er süß hier, der hat sogar so ein angedeutetes Licht oder ist da eine Lampe drin? Das habe ich, das angedeutete Licht habe ich jetzt extra den Weißen geholt, damit das hier zur Rückleuchte passt. Die gibt es auch in Rot und je nachdem, was für Roller wir verkaufen, wie die Rückleuchte ist, so passe ich da einen Topcase an. Prima. Der Preis von Topcase? Der fängt bei 39,90 an. Echt? Ja, das ist... Ist ja gar nicht teuer. So. Also wir haben den Ruf mittlerweile, Leute kommen rein und sagen, du bist hier... Genauso günstig wie im Internet. Ja, sind wir. Sehr schön. Mit Beratung und Bedienung. Ja, geht ja schon gar nicht mehr anders. 2020, die Leute gucken ins Internet. Ja. Aber ich sag mal, Verfügbarkeit ist ein Thema, die 125er im Moment nicht lieferbar, gell? Im Moment nichts mehr. Wann wissen wir auch nicht, ob das im Februar oder März kommt. 50er habe ich noch 4 Stück da. In Petrol habe ich sie noch da, in Rot habe ich sie da und in diesem Schwarzen habe ich sie. Petrol sieht wie aus? Die habe ich draußen stehen. Komm, wir gucken mal gerade. Das ist die gängigste Farbe. Das war auch damals in den 60er die Hauptfarbe. Petrol. Ja. So, da vorne. Oh, du hast ja hier eine ganze... Stimmt, beim Reingehen habe ich es gesehen. Wir haben in circa immer so ungefähr 50 Roller verfügbar. So, auf Lager. Petrol, genau. Das ist aber schön. Das ist die gängigste. Also vom Stückzahl ist das eigentlich die Nummer 1 bei uns. Ja, der Kontrast ist schön. Also es gibt ja Leute, die stehen auch schwarz, aber hier, so wie sie jetzt hier steht. Ja, bei dieser Farbe sieht man das Profil, das Chrom. Also ist, sagen wir so, ich habe noch eins jetzt ergattern können. Es sind keine mehr da, weil grüne ist vom Verkauf die Nummer 1 bei uns gewesen. Mhm. So, wir machen noch ein Video über die da. Irgendwann mal oder, ja, oder heute noch? Meine eigene, die habe ich selbst ein bisschen mal umgebaut, aber die ist im Moment nicht mehr verkaufbar. Nee, es geht nicht um Verkaufen, wir müssen mal zeigen. Ach so, ja gerne, klar, auf jeden Fall. Das ist eine Original-Alte? Das ist eine neue auf Morgen. Das ist ein Lambretta-Nachbau von der Firma Skomati. Echt? Die gibt es immer noch, nur wir haben sie mit dem Programm drin. Ja, die waren natürlich sehr teuer und... Da hat man ein bisschen Probleme gehabt mit dem Vertrieb, Zulieferung von Teilen und dann sagen wir klipp und klar, das geht nicht, ich musste gute bedienen können, haben wir es aus dem Programm. Ja, ich sehe schon, hier vorne ist die Lampe, hat einen Schuss. Ja, das ist ein Problem, weil der Kunde hat eine Zahlung genommen, hat sich mal einmal abgelegt, die habe ich geflickt und das ist das Problem. 4 Wochen Lieferzeit für das da und ist für den Kunde nicht tragbar. Deswegen also haben wir das die ist Marke. Aber bei Zündapp nicht so? Nein, gar nichts. Gut, hier steht sie. Du kriegst wieder Päckchen ohne Ende. Ja, kommt wieder was rein, Gott sei Dank. Ah, der Kollege ist auch Italiener, oder? Nee, der kommt mehr aus dem... anderen Gebiet. Was ist denn anders? Anderen Gebiet ist Syrien und so weiter. Ah, okay, einverstanden. So, da steht sie, mitten im Buus. Ich kann sie online bestellen, 1999. Sag mal deine Rufnummer. Aber wichtig ist, ich muss sie hier kaufen. Kann eine Spedition beauftragen, die liefert mir die dann. Also kein Fernabsatzgesetz, sondern du musst sie schon hier stehen. Genau, hier muss sie dann beauftragt werden. Und dementsprechend auch dann hier mein Auftrag unterschrieben. Er musste hier im Laden sein, aber er muss hier dann praktisch das Geld überweisen. Er kriegt die Rechnung hochgeschickt. Und, muss ich dabei sagen, der Kunde bezahlt die Spedition. Ich weiß. Normal ist 600 Kilometer Umkreis von mir 138 Euro. Und das ist wieder eine Spedition, was ganz selten ist. Die braucht keine Verpackung. Die wird so
gesendet. Also wie, die kommt so vor die Tür gestellt. Ja, ohne Kisten, ohne gar nichts, wie man mal kennt. Und wir tun uns aufgebaut, fertig gemacht. Fahrbereit, also gegebenenfalls sogar mit Nummernschild schon drauf. Aber wer in Gottes Namen fährt denn für 138 Euro durch die Welt, liefert so ein Ding aus? Es gibt Leute. Die gibt es schon über 30 Jahre, die liefern Maserati, Ferrari aus, aber auch einen Roller. Dein so, extra Spezialzeug. Deine Rufnummer? 06834 78 20 507. Nochmal. 06834. Ja. 78 20 507. Sorry. Wenn du noch fünfmal hörst, da kann ich sie besser, ja, wie du. Ich muss auch mal wieder. Ansonsten googeln. Zweirad Ferraro, mittlerweile weltweit bekannt durch unsere tollen Videos. Giovanni Ferraro alias Markus Schmidt. Markus Schmidt. Also wir haben, Website ist ganz wichtig, weil wir haben drei Betriebe und jeder hat eine andere Telefonnummer und Öffnungszeiten. Auch mal gerne auf zweiradferraro.de. Wenn du mal irgendwas auf Italienisch sagst, dass ich glaube, dass du... Ciao bella, come stai? Ach gut, das kann ja jeder. Sicher. Als Müller weiß ich nicht. Ciao, danke.